Hallo Freunde und willkommen zu einem Video, das ich eigentlich gehofft hatte, nicht machen zu müssen. Es geht um das Thema Corona versus Airsoft. Wir alle sind ja betroffen, wir alle sind eingeschränkt und es geht mir im Kern jetzt um eigentlich zwei Themen. Das erste, wir alle haben ja mittlerweile gesetzliche Regelungen in jedem Bundesland. Wir kommen aus Bayern, haben also hier als erste Maßnahmen bekommen, die etwas strenger sind. Meine Bitte an dieser Stelle, haltet euch an die herrschenden Regelungen. Normalerweise sollte jeder so erwachsen sein, das umzusetzen und den Ernst der Lage zu verstehen, egal was er jetzt von dem Virus halten mag, ob es für gefährlich einstuft oder nicht, ist mir persönlich eigentlich relativ egal, da hat jeder seine Meinung dazu, aber Fakt ist, wir haben Regeln, an die es sich jetzt zu halten gilt. Und jetzt geht es mir nicht um die Gesundheit von irgendjemand, das muss jeder selber entscheiden, wobei ich auch der Meinung bin, man sollte hier als Gemeinschaft agieren. Es geht mir hier eher um das Thema Airsoft-Spielen, wenn diese Regelungen in Kraft sind, was meiner Meinung nach einfach absolut ferngesteuert ist und geistiger Dünnschiss, weil man genau mit solchen Aktionen, wenn die Polizei hier aufmerksam wird, dann unseren Sport und uns als Community wieder in den Dreck zieht. Das heißt, mein Appell an dieser Stelle, verdammt nochmal, spielt jetzt nicht Airsoft, wenn diese Regelungen in Kraft sind. Hintergrund ist, wir in Bayern haben mitbekommen, dass an diversen privaten Spielfeldern, Kiesgruben und so weiter hier was veranstaltet wurde, einfach zum Kopfschütteln. Ja? Also lasst die Scheiße. Warum erzähle ich das jetzt eigentlich? Denn ich möchte jetzt nicht der Moralapostel sein. Ich erzähle es eigentlich nur deshalb, die Videos von uns, und das ist der zweite Punkt, warum ich das Video eigentlich überhaupt mache, die jetzt von uns kommen in nächster Zeit, da sind ein, zwei Videos dabei, wo wir eben auch in größerer Zahl ich nenne es jetzt mal Spiel- und Trainingsbetrieb unterwegs sind. Die sind aufgenommen und haben stattgefunden in der Zeit vor diesen ganzen Ausgangssperren, Regelungen etc. etc. Und das ist die Message, die ich in diesem Video eigentlich verbreiten möchte, dass hier kein Missverständnis aufkommt von wegen, okay, sie predigen Wasser und saufen dann Wein, sondern dass hier dieser Content sozusagen vor dieser ganzen Quarantäneaktion und aufgenommen wurde. Alles Weitere muss jeder selber wissen, möchte ich jetzt auch kein Statement dazu abgeben, außer das, was ich bereits erwähnt habe. Ansonsten, ich wünsche euch alle ganz viel Gesundheit, dass ja, ihr sicher bleibt und nicht um eure Existenzen bangen müsst. Bleibt gesund und das nächste Video wird am Sonntag kommen. Das heißt, ich hoffe, wir sehen uns dort. Bleibt gesund, macht es gut. Ronin out.